Jo, also. Hey Diggis! Ich habe euch ein kleines Geständnis zu machen. Eigentlich hatte ich für heute eine Video-Deadline und zwar für Gleb kocht Part Nummer 3. Hier ein kleines Highlight. Ja, das hier ist Olivenöl. Boah, das schmeckt echt nicht so geil. Dieses Video habe ich aber leider nicht rechtzeitig geschnitten bekommen. Das liegt an einem ganz einfachen Grund. Ich hatte keine guten Ideen fürs Video. Das heißt, hätte ich das jetzt zu meiner Deadline, dem 31. Januar, also heute, geschnitten, wäre das einfach langweilig geworden und nicht, naja, gut. Deswegen wollte ich mir etwas mehr Zeit dafür nehmen, um etwas Spannendes draus zu machen. Selbst wenn es dann kürzer wird oder länger dauert. Ich wollte es einfach tun. Außerdem habe ich eigentlich noch ein anderes Video zu schneiden. Hier ein kleiner Ausschnitt. Das war nämlich ein Diss-Track gegen meinen Kumpel Felix, den ich auch wieder zum Diss-Track-Wichteln gemacht habe in meiner Freundesgruppe. Ihr habt schon gesehen, die letzten 2 Jahre gab es 2 Diss-Track-Videos, die auch sehr viel Spaß gemacht haben zu produzieren. Dieses Jahr hatte ich auch eigentlich eins geplant, beziehungsweise letztes Jahr. Es sollte auch am ungefähr 31. Dezember rauskommen, nur leider klang mein Mikrofon so. Hallo Freunde, so hört sich aktuell mein Mikrofon an. Deshalb habe ich die Videoproduktion etwas nach hinten geschoben und den Song meinen Freunden einfach live vorgetragen. Ja, wir haben die uns immer vorgetragen. Also, was heißt das im Klartext? Es gibt 2 Videos auf dem Fließband, die irgendwann in Zukunft rauskommen sollen. Mal sehen, wie das klappt, ob mein Zeitplan das zulässt. Ich habe nämlich irgendwie ungefähr 5 Abgaben und eine Bachelorarbeit zu schreiben im nächsten halben Jahr. Also mal gucken. Naja, es wird schon irgendwie klappen. Und bis dahin wollte ich euch sagen, sorry, es tut mir leid. Es ist echt schwer, Videos zu machen auf YouTube. Ich würde sagen, bis dahin. Alle die Ohren steif. Wir sehen uns. Ciao.